Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Parallax. Ich freue mich, dass ihr da seid und bin natürlich gespannt. Erzähle gar nicht so viel drumherum, denn die letzte Folge war schon seltsam genug. Was hier mit dem David los ist, der uns erzählt hat, da sind SH-311. Vier Stück. Wir befinden uns nicht mehr in der Farm, sondern irgendwo vermutlich auf einer Landstraße und dort sind SH-311. Ja, wichtigste Frage zuerst. Haben Sie dich bemerkt? Mich interessiert natürlich auch, was Sie tun. Aber der Eigenschutz, ihr wisst, ihr kennt mich, ist am wichtigsten. Nein, kein Stress. Sie sind weit genug weg. Das ist eine SH-311 Family. Eltern, ein Mädchen, ein Junge. Okay. Können Sie sich fortpflanzen? Nein, das glaube ich eher nicht. Und was tun sie? Die versuchen etwas vom Boden aufzuheben. Ah, ein Smartphone. Na klar. Die werden schon irgendwie von Funkstrahlen angezogen, oder? Das heißt aber auch, dass dieses Smartphone aktiv sein muss. Und das heißt auch, dass irgendjemand das da gerade verloren haben muss. Meinst du? Ja, meine ich. Stimmt. Das ist natürlich auch was mir noch nie in den Sinn gekommen ist. Wenn David und ich die ganze Zeit miteinander chatten, nein, so glaube ich das nicht. Ich glaube nicht, dass die durch ein einzelnes Gerät angezogen werden, weil sonst hätten wir die ja dauerhaft irgendwie auf den Fersen. Haben wir aber nicht. Ich glaube, ein einzelnes Telefon reicht nicht aus. Nee, das glaube ich wirklich nicht. Ja, der Funkmasten. Aber der war ja auch eine ganz andere Dimension. Nee, das glaube ich nicht. Ja, der Funkmasten, das ist ein gutes Beispiel, richtig. Ja, das würde dafür sprechen. Richtig, aber was dagegen spricht, dass wir sie nicht die ganze Zeit auf den Fersen haben. Andererseits ist ja meine Theorie, dass sie nur den Routinen folgen, denen sie früher auch nachgegangen sind. Dementsprechend alle Menschen daddeln unentwegt auf ihren Handys rum. Alle SH-311 grabbeln auch ständig die Teile an. Auch wenn sie damit natürlich nicht wirklich umgehen können. Die da drüben schaffen es auch nicht. Lassen das Ding nur immer wieder fallen. Schon ein skurriles Bild, wie die da zu viert im Gebüsch stehen. Er trägt einen beigen Sommeranzug. Sie ein Cocktailkleid und die Kinder sind auch rausgeputzt. Als wollten sie gerade zu einer Hochzeit oder einer schicken Gartenparty. Naja. Ich weiß, ich muss im Hintergrund endlich gucken, was da los ist. Noch 30 Meter, noch 10 Meter. Irgendwo hier muss Jiminy sein. Und ehe wir das da jetzt weiter gucken, ob er da auf den Jiminy trifft, möchte ich endlich wissen, was da im Hintergrund alles los ist. Denn da lasse ich euch jetzt schon eine ganze Folge lang zappeln. Und, wow, okay, nochmal neues Unbekannt. Wow, okay, unser Fenster explodiert. Genau, wir gehen am besten einfach erstmal. Oha, oh nein, ich dachte, da wäre nur eine. Ach krass, scheiße, okay, das Auto scheint sich. Ach verdammt, ich glaube nicht, dass David die ganze Zeit die Koordinaten überprüft hat, weil wir sehen es. Also die erste Nachricht, die wir hier ganz oben bekommen haben, mit Distance 10.7, Direction 340 Degree, war die allererste Angabe, auf die sich David ja jetzt bezieht und wo wir, glaube ich, auch hingelaufen sind. Aber wir sehen ja darunter, verändern sich die Zahlen und uns wurde ja erklärt, dass das Distanzangaben sind, irgendwie, ich glaube, die Gradzahl steht für die Himmelsrichtung und die Distanz da vorne sind die Kilometer, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Das heißt, irgendwann war er ganz, ganz nah. Guckt mal hier das vorletzte, Distance 0,03 Direction 2 Grad. 0,03 Meter, das kann nicht stimmen. Bei 0,03 Meter, nein, Kilometer. 0,3, ich habe das gehasst, diese Umrechnerei von Kilometer, Metern, Sekunde. So, meine Lieben, entschuldigt, ich wollte euch nichts Falsches erzählen, denn das wäre fatal gewesen. Ich musste gerade nochmal nachgucken, wie man das umrechnet. Also, gesagt wurde uns, dass diese Distanz eine Kilometerangabe sind. Wenn hier in dieser vorletzten Angabe steht Distanz 0,03 Kilometer, das sind ja umgerechnet in Metern 30 Meter.
30 Meter sind ungefähr 30 Schritte, also das ist fast vor uns, das können wir sehen. Das halte ich für ausgeschlossen. Jetzt mit diesen Winkeln kann ich leider nicht so viel, also mit dieser Gradangabe kann ich nicht so viel. Also genau, das erscheint mir doch ziemlich unplausibel. Entschuldigung, die komischen Schnitte, ich muss jetzt immer mal wieder ein bisschen gucken und dabei kommt mein Husten immer noch ein wenig hoch. Es ist furchtbar gerade. So, also zumindest gesehen haben wir aktiv nichts, kein Auto. Es kann natürlich auch sein, mir sagt jetzt diese Gradangabe nichts. Also ich kann jetzt das nicht übersetzen, welche Himmelsrichtung das sein soll. Vielleicht könnt ihr das ja plausibel erklären. Ich weiß das gerade nicht. Es kann ja auch sein, dass Jiminy hinter uns gewesen ist, was ich aber nicht glaube. Es könnte natürlich auch sein, dass uns einfach wieder irgendjemand rauslocken wollte. Aber dann müsste dieserjenige ja wissen, dass wir mit dieser Drohne kommunizieren können. Und das weiß ja eigentlich nur die Laura. Wenn die Laura uns wirklich so wohlgesonnen ist, wie sie uns gesagt hat. Ich bin da ja noch nicht so sicher. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie auf einer falschen Fährte schon wieder stecke. So, genau. Wer hat uns noch alles geschrieben? Den Helpbot. Machen wir den doch einfach mal zur Beruhigung. Long time no see, ha? Huh? Hab dich ja schon ein wenig vermisst, muss ich sagen. Ach, Mensch, Helpy, großer Meister. Hm? Richtig. Du bist ein Schleimer. Wenn der Entwickler mal wieder was verkackt oder alle heilige Zeit mal eine neue kommt, bin ich gefragt. Aber sonst interessiert sich niemand für den ollen Helpbot. Ja, korrekt. Hättest du wenigstens mal auf Facebook oder Twitter Hallo sagen können. Woher weißt du, dass ich das nicht getan habe? Hm? Ich mache das für meine Art und Weise auf YouTube. So. Genau, wir haben Hallo gesagt. Ihr könnt das ja alle gemeinschaftlich sagen. Genau, ich habe eine Idee, meine Lieben. Wir sind ja hier auf YouTube und wie das so gang und gäbe ist, macht man ja alles irgendwie über die Kommentare. Deswegen, meine Lieben, wenn ihr das hier gesehen habt und an dieser Stelle seid, lasst doch einfach mal einen Kommentar da, in dem ihr sagt, Hallo Helpbot oder Hallo Helpy oder sowas wie Hallo großer Meister, ein Gruß an dich. Das fände ich ganz cool, diese Aktion. Und ich hoffe, ihr beteiligt euch dabei, denn das wäre wirklich eine ganz geile Aktion. Und ihr könnt das ja, ich weiß nicht, ob es da irgendwie für dieses Spiel ein Hashtag gibt, irgendwie Hashtag The Parallax oder Parallax, ich weiß es noch nicht. Ich gucke mal, ob ich das rausfinde. Das wäre doch mal eine witzige Aktion. So, zurück zum Spiel. Das sagst du doch jetzt nur so. Nein, klick doch mal die Pixeldörte, liebe Katze. Jetzt sei nicht beleidigt. Hast du überhaupt die Adresse? Hier. Ach, Katze. Da, dam, dam, dam. Aha, okay, ne, und hier, okay, jetzt gibt er uns die ganzen Links, wo wir ihn liken können und sharen und was wir nicht alles können, genau, auf Twitter. Okay, ich lasse die Katze jetzt einfach hier mal ihr Ding durchrollen. So, der große Meister hat fertig. So, nämlich uns geschickt hier den Link für Facebook und für Twitter. Es gibt keine Ausreden mehr. Wir sollen vorbeikommen. Wir sollen tun. Wir sollen machen. So, Superfoods. Viel Spaß. Dankeschön, lieber Helpy. Bis zum nächsten Mal. So, wer hat uns noch geschrieben? Ja, dieser... Wir haben jetzt dann schon den dritten Unbekannten hier. Langsam wird es unübersichtlich. Gucken wir gleich rein. Mich interessiert natürlich hier Professor Gnell. Das ist nämlich genau der Professor. Und wir können ihn leider nicht anklicken. Oh, das finde ich sehr schade. Aber das ist der Professor, in dessen Farm wir waren. Beziehungsweise, wo wir diese Aufzeichnung in diesem Haus dort gefunden haben. So. Aus den Aufzeichnungen von Professor Agnell. Fräulein Jänke, der Flug war turbulent, unruhig, unbequem und laut. Mit einem Wort, grauenvoll. Ich bin froh, festen Boden unter den Füßen zu haben. Im Nachhinein betrachtet frage ich mich, was in aller Welt mich bewogen haben könnte, diese einpropellerige Höllenmaschine zu besteigen. Wissenschaftliche Neugier, werden Sie sagen. Richtig? Ich werde mir das ins Gedächtnis rufen müssen, wenn der Rückflug ansteht. Oha, das hört sich ja gut an. So. Fräulein Jänke, ich habe mein Lager aufgeschlagen. Der Ruf der Wildnis. Ich bin ihm ein weiteres Mal erlegen. Fräulein Jänke, ich habe mein Lager aufgeschlagen. Der Ruf der Wildnis. Ich bin ihm ein weiteres Mal erlegen. Und wenn ich diese Luft atme, bin ich sicher, es wird nicht das letzte Mal sein. Das hört sich an, als wäre der Professor wirklich Wissenschaftler durch und durch. Fräulein Jänke,
Der Morgen graut, Korrektur erstrahlt. Mein Schlaf war fest und erholsam. Okay, jetzt können wir als der Professor antworten. Oh nein, und dann verändern wir doch bestimmt wieder irgendwas. Nein, ich möchte das nicht tun. Mich interessiert, wer ist denn dieses Fräulein Jänke? Das weiß ich gerade nicht so. Nein, natürlich immer erstmal was essen. Ich werde mich nun ausgiebig stärken. Ich weiß nicht, wem schreibt er das? Man sollte kein Abenteuer mit einem leeren Magen beginnen. Richtig? Und vor allen Dingen das an der Seite, weil da oben steht ja auch Aufzeichnung, dieses an der Seite, dieses Geriffelte, scheinen ja wirklich Notizen eigentlich in einem Buch zu sein. Jetzt frage ich mich natürlich, warum sehen wir das auf einem Bildschirm? Ja, das erscheint sich schon, das erschließt sich mir schon wieder nicht. Ich habe nun jene Lichtung im Urwald erreicht, an der ich in meinem letzten Feldgang die ominöse Frucht aufgelesen habe. Leider fehlt nun jedwege Spur davon. Das war durchaus keine unbedeutende Population. Das Stammgeflecht hat sich über weite Teile dieser Lichtung erstreckt. Es verwundert mich doch, dass es nun gänzlich verschwunden sein soll. Nach meinen Erfahrungen hoffe ich nicht, dass die indigenen Gruppen die Frucht als Nahrungsquelle nutzen könnten. Es würde auch nicht von dem Verständnis von agrikultureller Bewirtschaftung der Menschen hier entsprechen, die Pflanzen vollständig zu roden. Ich setze nun meine Wanderung fort. Und damit meint er genau die Pflanze, die er dort entdeckt hat, die so schnell verwest ist. Wo wir ja überlegt haben, ob das nicht die Herkunft von diesem SH-311-Virus gewesen sein könnte. Weil, meine Lieben, zum Verständnis für den einen oder anderen, es gibt natürlich auch Viren, die auf Menschen, also es gibt ja verschiedene, genauso wie es bei Bakterien, gibt es verschiedene Arten von Bakterien, Viren. Da gibt es manche, die können nur innerhalb von einer Population, also einer Art, übertragen werden, aber dann gibt es auch artübergreifende Übertragungen. Man nennt das dann Zoonosen, so nennt man das. Und das gibt es natürlich auch bei Viren. Es gibt Viren, die nur von Tier zu Tier, aber dann gibt es auch Viren, die von Tier auf Mensch oder von Mensch auf Tier. Genau, dann gibt es natürlich welche, die nur von Mensch zu Mensch. Ich hoffe, ihr versteht das. So. Und das war nämlich so eine Überlegung. So. Ich befinde mich am Rande einer Schlucht. Um meinen Weg fortsetzen zu können, ist es wie bei meinem ersten Besuch vonnöten, die Schlucht mit Hilfe einer Hängebrücke zu überwinden. Das Problem ist die Nicht-Existenz jener Hängebrücke. Ich muss einen alternativen Weg einschlagen. Ich werfe nur eine Münze. Bei Kopf gehe ich nach links den Bergen entgegen. Bei Zahl gehe ich nach rechts in ein dichter bewaldetes Gebiet. Ah, wir können Kopf oder Zahl aussuchen. Ach, krass. Jetzt, geil. Ich muss gerade noch mal so. Ich werfe eine Münze. Bei Kopf gehe ich nach links den Berg. Also gehen wir in die Berge oder in den dichten Wald? Ich bin für Zahl. Ich bin für den dichten Wald. Ich bin so richtig Urwald. Ich meine, wir waren in den Bergen. Waren wir schon? Und mich interessiert, wo lang seid ihr gegangen und ist das anders gewesen? Boah, das interessiert mich auf jeden Fall. So, Zahl. Die Münze zeigt Zahl. Wir gehen in den Urwald. Oh, ich freue mich. So, Spiel. Ich dringe nun tiefer denn je in den Urwald vor. Fräulein Jänke, der Marsch ist äußerst kräftezehrend. Die Vegetation ist derart dicht, dass es mir schwerfällt, mich durch dieses grüne Dickicht zu kämpfen. Ach, wir gönnen ihm jetzt keine Pause. Ich weiß zwar nicht, wie alt der gute Professor ist, es tut mir leid. Es gilt jedoch, keine Zeit zu verlieren. Das finde ich ja geil, dass wir das jetzt so ein bisschen in der Hand haben. Wenn ich das auch wieder sehr beängstigend finde. Fräulein Jänke, ich bin erschöpft. Ich zähle jeden Schritt. Weil wir ihn nicht haben ausruhen lassen. Ach Mann. Fräulein Jänke, die Dunkelheit breitet ihre Schleier über das Blätterdach des Urwalds. Naja, die Frage ist, Lager errichten im Urwald, Tiere oder... Genau. Ich ziehe es dennoch vor in Bewegung, Herr Professor. Ich frage mich nur gerade, was passiert, wenn wir den Professor jetzt umbringen. Was passiert, wenn der Professor von einem Tiger gefressen wird? Ich weiß ja nicht, in was für einem Urwald er ist. Ah!
Ich bin mir dieser Tragweite gerade noch nicht bewusst und vor allen Dingen, welche Auswirkungen das auf die komplette Parallaxe hat. Oh Gott, wer rastet, der rostet. Und bei dieser Luftfeuchtigkeit kann das nur eine Frage von Stunden sein. Außerdem genieße ich es, unter meinesgleichen zu sein. Die Jäger der Nacht unter sich. Ich spüre den rasselnden Atem meines erbarmungslosen Räubers in meinem Nacken. Ein wildes Tier, vermutlich eine Raubkatze, hat meine Fährte aufgenommen. Wie bei einer krankenden Kuh spürt sie meine schwindende Lebenskraft. Sie wird mir folgen, bis sie im Moment größter Schwäche leichtes Spiel hat. Das heißt, wir werden also von einer Raubkatze verfolgt. Ich entzünde eine Fackel, weil ich glaube, entgehen kann man so einer Situation in einem Urwald nicht. Ich war noch nicht in einem Urwald. Es tut mir leid, ich weiß nicht, wie man da reagiert. Dies hält mir meinen Widersacher vom Leib. Unverrichteter Dinge zieht die Raubkatze von dannen. Ja, wir haben den Professor gerettet. Für den Moment habe ich den Kampf auf Leben und Tod, mein Leben und mein Tod, abgewandt. Ja, wir haben den Professor überleben lassen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich betrete nun ein Gebiet, in das kaum ein forschender Geist vor mir einen Fuß gesetzt hat. Die Bewohner des Dorfes, von dem aus ich meine Expedition begonnen habe, jedoch wissen uralte Mythen über jenen Teil des Urwalds zu erzählen. Es hatte unter ihnen einen äußerst unheilvollen Ruf. Den Legenden zufolge liegt tief im Inneren ein pechschwarzer See, den jedoch keiner von ihnen und auch keiner ihrer Vorfahren jemals erblickt haben soll. In diesem Gewässer soll ein düsteres Wesen leben. Die Dorfbewohner sagen, es hause dort schon länger als alle Menschen und sogar länger als die Tiere des Dschungels. Es ähnele am ehesten einem Tintenfisch, habe jedoch Beine, mit denen es sich auf dem Land bewegen könne und sogar riesige Schwingen, um sich in die Lüfte zu heben. Dieses Wesen sei so teuflisch, dass niemand auch nur dessen Anblick überleben könne. Es offenbare sich den Menschen der Gegend jedoch in ihren Träumen, sodass sie sich von ihm fernhalten können. Derart alte Legenden haben meist einen wahren Kern. Wow. Ach, ich mag sowas. Ach, schön. Das erinnert mich so ein bisschen an Jules Verne. Ich weiß nicht, wer von euch das zum letzten Mal gehört, gelesen oder in irgendeiner Form gelesen hat, aber das erinnert mich total an Jules Verne. Da war ich als Kind schon riesiger Fan von. Toll, also das ist wirklich richtig schön gemacht. Mag es auch kein teuflisches Ungeheuer sein, das mich dort erwartet, so haben Geschichten dieser Art meist den Zweck, unbedachte Zeitgenossen an die gebotene Ehrfurcht gegenüber der Natur zu erinnern. Fräulein Jenke, an mein Ohr dringt ein dumpfes, unaufhörliches Schlagen. Die Monotonie dieses Lautes treibt mich in den Wahnsinn. Ich frage mich, was der Ursprung dieses unheilverkündenden Rhythmus sein mag. Ein dunkles Ritual. Ein dunkles Ritual in der Ferne zu vermuten, würde den Geschichten entsprechen, die mir die Dorfbewohner erzählt haben. Ihren Warnungen, die sie mir gegenüber so energisch vorgebracht haben, würde es nur Gehalt verleihen. Ich folge dennoch den unbekannten Trommelschlägen. Sollte mir tatsächlich vergönnt sein, hautnah einem indigenen Ritus beiwohnen zu dürfen, wäre dies von unschätzbarem Wert für meine Forschung. Dennoch kann ich mich angesichts der hypnotischen Wirkung dieses Rhythmus und der schattenhaften Figuren, die das Blattwerk hervorbringt, eines Gefühls des Unwohlseins nichts erwehren. Fräulein Jänke, es sind eindeutig Trommeln, die mich nun seit geraumer Zeit begleiten. Das monotone Schlagen hat sich mittlerweile zu einem orgiastischen Bacchanal gewandelt. Welchem uralten Kult ich mich auch immer nähere, diese Menschen verstehen es, eine Atmosphäre dionysischer Entgrenzung heraufzubeschwören. Mir ist, als wären zwischen den dumpfen Trommellauten irre Rufe und qualvolle Schreie zu hören. Gesänge, die einem jede Fähigkeit zu analytischen Gedanken rauben und die gesunde Seele aufs Schlimmste zu martern vermögen. So, meine Lieben, es tut mir leid, ich musste diesen Teil gerade, glaube ich, aufgrund der Wörter bacchanal und dionysischer dreimal lesen,
Ich musste auch googeln, was das Wort Bacchanal, so hat mir Google gesagt, spricht man das aus, bedeutet. Aus dem Römischen für Saufgelage, beziehungsweise römisches Saufgelage. So, das habe ich soweit mitgeschnitten. Also eine Orgie. Dem der Professor da jetzt da entgegenläuft. Die teuflische Melodie weckt schauerliche Halluzinationen in mir. Grässlich deformierte Wurzeln lassen mich erschaudern. Herabhängende Schlingpflanzen drohen nach mir zu fassen und ich hatte mehr als einmal die wahnhafte Vorstellung, ein vielarmiger Totengott würde nach mir greifen. Überreste längst verfallener Architektur tragen mit ihrem morbiden Atem nur noch zu diesem erdrückenden Gefühl der Verlorenheit bei. All strebt danach, mir eine Vergänglichkeit des Daseins bewusst zu machen, die mir durch jede noch so unscheinbare Pilzformation nur umso deutlicher vor Augen tritt. Nichtsdestotrotz wage ich mich tiefer in diese Arkaden des Schreckens. So, meine Lieben, und wie es mit den Aufzeichnungen von dem Professor Eginal weitergeht, ob wir dadurch etwas verändern werden, ich hoffe natürlich nicht. Wer dieser unbekannte Mensch, Wesen, Bot, was auch immer ist, und David mit den SH-311 vor seiner Nase. Und, oh mein Gott, so viel, ob wir den Jiminy finden, das alles werden wir, wenn ihr mögt, ab der nächsten Folge herausfinden. Und ich hoffe natürlich, ihr mögt. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Tag. Tschüss! So, meine Lieben, und das war sie wieder, eine weitere Folge von The Parallax oder auch dem Spiel, was immer skurriler wird. Aber nein, ganz im Ernst, ich fand diese Sequenzen heute von dem Professor Eginal wirklich grandios gemacht, ganz großes Kino. Ich hoffe natürlich, dass ihr genauso viel Spaß wie ich an dieser Folge habt. Seid mir nicht böse für den Schnitt, aber es soll natürlich auch spannend bleiben. Und wir haben es ja gehört. Unser großer Meister, die Helpbot-Katze, ist ein wenig traurig darüber, dass wir ihr so wenig Aufmerksamkeit schenken. Und deswegen hier nochmal die Bitte, grüßt doch einfach mal den Helpbot. Ich habe jetzt aktiv keinen Hashtag gefunden für dieses Spiel. Vielleicht kennt ihr den ja. Aber zumindest lasst doch irgendwie einen Gruß für diese Katze da. Oder macht ein Katzen-Emoji oder whatever. Lasst euch was einfallen. Grüßen wir an dieser Stelle den Helpbot. Und noch einen schönen Tag an euch alle da draußen und natürlich auch den Helpbot. Genießt es. Tschüss.